heute aus den letzten vier Büchern etwas vor. Jeweils etwa ein Leseabschnitt von 10 bis 12 bis 15 Minuten. Wir fangen an mit dem ersten Text, dem ersten Roman, Der Schwindel des Langläufers von 2013. Dazu sage ich noch, ich erzähle euch nicht so viel über die Bücher selbst. Ich habe versucht, Textstellen auszusuchen, die für sich selbst sprechen, die also auch als Kurzgeschichte durchgehen könnten. Und das möge euch Appetit machen auf den ganzen Roman im Nachhinein. Als Fabian Meyerbeer an diesem verschneiten Morgen als erster Kunde des Tages seine Sparkassenfiliale betreten will, scheint es, als würde ihm das von der nächtlichen Reinigungskolonne blank geputzte Marmor schon seit Stunden persönlich erwartet haben. Da befürchtet den wie eine makellose Eistanzfläche schimmernden Boden unter seinen klobigen Winterstiefeln zu verschmutzen, setzt er seine Schritte sehr behutsam auf, beinahe mit Ehrfurcht, denn dass er hier sein breitprofiliges Schuhwerk anbehalten darf, dass man ihn hier nicht zwingt, auf Socken und Zehenspitzen grazil wie eine Ballerina durch das Foyer zu trippeln, empfindet er an diesem denkwürdigen Morgen als barmherzige Großzügigkeit, als geradezu unterwürfige Geste ihm, dem Königkunden gegenüber. Warum, das weiß er doch nicht so genau. Obwohl es natürlich völlig gleichgültig ist, kann Fabian sich nicht spontan für einen der rot lackierten Kontoauszugsautomaten entscheiden. Diese gesichtslosen, völlig emotionslosen Wachtkästen der Wahrheit, diesen monetären Orakelmaschinen der Neuzeit, stecke dein Stück Plastik in uns hinein und wir spucken dir bis auf die zweite Kommastelle genau aus, wer oder was du bist, was du darstellst, was am Ende deiner armseligen Tage per Saldo von dir übrig bleiben wird. Spätestens am Tag des jüngsten Gerichts hältst du den himmlischen Ausdruck in deinen Händen, den Extrakt deines Lebens, das Extrakt deines Lebens, die Quintessenz deines Seins. Während Fabian übermüdet von einer Woche aus schlaflosen Nächten aus seinem abgewetzten Taxifahrer-Portemonnaie seine Kontokarte fährt, beschleicht ihn wieder diese seltsam vertraute Unschlüssigkeit, dieses sanfte Gefühl der vorauseilenden Resignation. Denn das von diesem delphischen Automaten ans Tageslicht beförderte Ergebnis wird sich traditionsgemäß als ernüchternd, wenn nicht gar als bestürzend erweisen, obwohl sich seine Bestürzung über diese Offenbarung genau genommen in Grenzen hält. Denn ökonomisch gesehen hat sich seine Existenz seit Jahren tief im Minusbereich manifestiert. Rein numerisch und monetär ist er nüchtern betrachtet seit seiner gesetzlich verordneten Geschäftsfähigkeit eine non-existent person. Und Fabian ist sich ziemlich sicher, dass sich an diesem Befund kaum etwas korrigieren lassen wird. Auf jeden Fall nicht zeitnah. Inzwischen haben sich im Vorraum des Bankinstituts eine Handvoll Personen eingefunden, darunter ein überaus seriös wirkender älterer Herr in einem grauen Lodenmantel, dessen Gesicht im Schatten eines breitkrempigen Huts mit Gamsbart liegt. Eine übergewichtige, irgendwie derangiert wirkende Frau im zweiten Lebensabschnitt gepresst in einen farbbekleckten Maler-Overall, sowie ein extrem unästhetisches, kampfhundähnliches Tier mit Maulkorb, begleitet von einem jungen Mann mit harten Gesichtszügen und ballonseidener Trainingskleidung. Außerdem eine übergewichtige, kopftuchtragende Mutter mit offensichtlichem Migrationshintergrund, deren Kinder an einem der Tische beflissen, wichtige Bankgeschäfte tätigen, indem sie mit ernster Bürokratenmiene verschiedenste Vordrucke bekritzeln,
abstempeln und untereinander austauschen. Noch in vielen Jahren wird Fabian sich an jeden einzelnen hier, wie heute Morgen, versammelten Menschen erinnern können. Seine Entscheidung fällt auf den rechten Automaten. Fabian stellt sich hinter den in seriösen Grau gekleideten Herren mit dem Gamsbart am Hut. Die stahlverstärkten Kappen seiner verschlissenen Springerstiefel berühren in militärischer Disziplin die rote Bodenmarkierung mit der Aufschrift Diskretion. Während das Gerät nun beginnt, eine gefühlte Ewigkeit lang einen Auszug nach dem anderen in die Hände des seriösen Herrn zu spucken, fragt sich Fabian, warum er wie so oft eine falsche Entscheidung getroffen hat. Am rechten Nachbarautomat wäre er nämlich längst an der Reihe gewesen. Und warum lässt der Gamsbart sich seine Auszüge eigentlich nicht zuschicken? Leidet er einen ganzen Konzern oder was? Wie kann man nur so viele Kontobewegungen haben? Das ist ja der glatte Wahnsinn. In Fabians rechtem Gehörgang fängt es an zu jucken. Er schiebt seine gekrümmten kleinen Finger in diesem Jucken entgegen. Ein Mädchen mit Zwillingskinderwagen kommt jetzt durch die elektrische Schiebetür hinein. Die Geräusche der schnaufenden Metropole schwellen kurz an, um sogleich von dem sanft sich schließenden Mund aus Glasscheiben wieder verschluckt zu werden. Fabian spürt die Müdigkeit zurück in seinen Körper kriechen und beginnt seine Augenlider zu massieren. Dann sieht er in das schmale Gesicht des magersüchtig wirkenden Mädchens. Die Haut über ihren hohlen Wangen ist von der Kälte gerötet, ein Geflecht feinster Äderchen, wie nach einer wilden Schneeballschlacht auf dem Schulhof in der großen Pause. Aus dem überbreiten Kinderwagen des Mädchens ist weder Lallen noch Krähen zu hören. Vielleicht schlafen die Babys. Oder es liegen gar keine Babys darin. Oder vielleicht benutzt das Mädchen ihn auch nur aus, als Einkaufswagen, denkt Fabian sich. Als der seriöse Lodenmantel endlich zur Seite tritt und Fabian seine Plastikkarte in den Schlitz des Automaten stecken kann, ist es soweit. Das Innenleben der Maschine antwortet mit dezentem Summen und Vibrieren. Es erleichtert ihn, dass er die Karte diesmal auf Anhieb richtig herum in den Apparat eingeführt hat. Die vermeintliche Ungeduld der hinter ihm wartenden Kunden ist ihm jedes Mal irgendwie unangenehm. Er beginnt, die wieder zum Vorschein gekommene Karte und den Kontoauszug an sich zu nehmen, knickt das Papier vorsichtig zusammen und setzt sich an einen der noch freien Tische. Die Kinder am Nebentisch spielen immer noch Büro. Verbissen kritzeln und falten sie. Das kleinste von ihnen hat sich alle noch zur Verfügung stehenden Vordrücke gekrapscht, was sofort einen lautstarken Streit mit seinen Geschwistern auslöst. Ohne messbaren pädagogischen Erfolg murmelt die Mutter ermahnend einige unverständliche Worte in Richtung ihrer Kinder. Am Boden hat sich in den letzten Minuten eine bunte Halde aus zerrissenen und zerknüllten Formularen angesammelt. Der Dispositionskredit, der Fabian von der Sparkasse vor einigen Jahren eingeräumt worden war, beträgt bescheidene 2.000 Euro. Fabian erwartet, dass dieser besonders jetzt am Ende des Monats wie immer völlig ausgereizt und nicht sogar überschritten sein wird. Doch für ihn liegt in dieser Tatsache, wie schon erwähnt, längst nicht Überraschendes oder gar Deprimierendes mehr, denn die karrieretechnischen Aufstiegsmöglichkeiten in der hochexklusiven Branche der Hotelparkplatzwächter zum naturbedingt recht begrenzt. Und außerdem waren Ehrgeiz, Fleiß und Erfolgsorientiertheit zum Leidwesen seiner gutbürgerlichen Eltern für den Sohnemann tendenziell immer schon eher extraterrestrische Phänomene. Das ist ein Irrtum, denkt er. Das kann doch nicht wahr sein. Fast hätte er einen erschrockenen Ruf ausgestoßen. Ungläubigkeit und heimliche Freude mischen sich in Fabian, als er den auseinandergefalteten Kontoauszug genauer in Augenschein nimmt. Er dreht seinen Kopf langsam nach hinten, sieht sich verstohlen um. So muss doch irgendjemandem in diesem Raum seine innere Elektrisierung, sein plötzlicher Spannungsanstieg aufgefallen sein. Stellen sich die versteckten Subobjektive der Hightech-Überwachungsanlage nicht gerade auf seine Person ein?
tastet nicht irgendein uniformierter Security-Mitarbeiter in einem abgedunkelten Hinterzimmer gerade hastig nach dem Telefonhörer, während er weiterhin fassungslos auf seinen Monitor starrt, auf das, was sich da unten im Foyer abspielt? Steigen da nicht zwei Polizisten aus einem unauffällig an der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellten Schleifenwagen? Wahrscheinlich wird gleich ein überaus zuvorkommender Angestellter der Sparkasse ihn mit gedämpfter Stimme ansprechen, ihn dezent am Oberarm berührend beiseite nehmen. Herr Meyerbeer, würden Sie bitte so freundlich sein und mich für einige Sekündchen begleiten? Wäre Ihnen das vielleicht möglich, ja? Hinten im Besprechungszimmer haben wir dann wesentlich mehr Ruhe für diese Angelegenheit. Dort können wir dann diese kleine Unregelmäßigkeit sicher ganz unkompliziert regeln. Ohne viel Aufhebens, stehen Sie. Ohne allzu viel Staub aufzuwirbeln. Meinen Sie nicht auch, Herr Meyerbeer, dass das Allerbeste wäre? Ein scharfer Schweißgeruch steigt aus seinem Mantelkragen auf. Fabian spürt seine feuchten Achseln, klebrig und heiß unter den Schichten seiner winterlichen Kleidung. Obwohl er glaubt, dass seine Erregung von nun an förmlich riechbar sein muss, scheint jedoch weiterhin niemand Notiz von ihm zu nehmen. Aber in Wahrheit wissen Sie natürlich alle bestens Bescheid. Sie tun alle nur so scheinheilig, so betont unbeteiligt. Das hier ist ein abgekartetes Spiel, irgend so ein Schmierentheater, versteckte Kamera oder sowas. Auf jeden Fall eine riesige Schweinerei. Eine Falle. Und im jeden Moment wird sie zuschlagen. Denn gleich werden um ihn herum Tränengas, Nebel und Blendgranaten explodieren. Ein schwarz maskiertes Sonderkommando wird brüllen, die Bank stürmen, mit entsicherten automatischen Waffen martialische Befehle durcheinander rufen. Sie werden Fabian in Bruchteilen einer Sekunde überwältigen, während ihre harten, professionellen Nahkämpferknie in seinen unsportlichen Rücken rammen, seine kraftlosen Arme nach hinten verdrehen, sein Gesicht brutal auf den kalten Marmor pressen und ihm seine verbliebenen Rechte ins Ohr schreien. Die kalte, todbringende Mündung einer Maschinenpistole in sein Genick bohren. Doch der beschlipste Kassierer hinter seiner Panzerglasscheibe macht ganz im Gegenteil ein außergewöhnlich freundliches Gesicht. Außergewöhnlich. Der Mann scheint Fabian jetzt sogar bestätigend, wenn nicht gar motivierend zuzunicken. Es hat alles seine Richtigkeit, Herr Meyerbeer. Machen Sie sich um Gottes Willen keine Sorgen, scheinen seine Augen mitteilen zu wollen. Nach all den Jahren haben wir uns die Freiheit genommen, Ihnen, ja Ihnen, Herr Meyerbeer, eine bescheidene Erkenntlichkeit zukommen zu lassen. Oh ja, Herr Meyerbeer, wir machen so etwas durchaus häufiger, denn wir sind gar nicht so skrupellos und berechnet, wie es unglücklicherweise manchmal den Anschein hat. Nein, durchaus nicht. Bedauerlicherweise handelt es sich hierbei zumeist um medial kolportierte Vorurteile einer bewusst in die Irre geführten Öffentlichkeit. Aber es entspricht einfach nicht der Unternehmensphilosophie unseres traditionsreichen Hauses, große Verlautbarungen über gewisse Abläufe, über gewisse liebgewonnene Geschäftsrituale zu machen. Diesbezüglich fühlen wir uns ganz und gar dem Understatement der hanseatischen Kaufmannstradition verpflichtet. Jedoch zurück zu Ihnen, Herr Meyerbeer. Diesmal sind Sie vom Charity Trust unseres alteingesessenen Instituts als Königkunde des Monats auserkoren worden. Man hat getagt bis spät in die Nacht, wie ich aus sicherer Quelle erfahren konnte. Man tagte, wie gesagt, und hat Sie auserwählt. Sie, Herr Meyerbeer. Freuen Sie sich darüber. Gönnen Sie sich mal etwas. Schlagen Sie ruhig mal über die Stränge. Nur Mut. Aber Sie wissen ja, das oberste Gebot unseres ehrwürdigen Kreditunternehmens ist und bleibt die Diskretion. Und alle Beteiligten sollten diesen bewährten finanzgeschäftlichen Kodex beherzigen. Diskretion. Wir verstehen uns doch, Herr Meyerbeer. Unsere, wie soll ich jetzt ausdrücken, unsere Zusammenarbeit
Unser klitzekleines Joint Venture gewissermaßen gedeiht nur auf beiderseitiger, kann nur in der Atmosphäre aus einvernehmlicher Diskretion gedeihen. Der Kassierer hat jetzt seine goldumrandete Brille abgenommen und beginnt die Gläser in aller Ruhe mit einem Tuch zu putzen. Mehrmals, so scheint es Fabian zumindest, mehrmals blinzelt der Mann ihm währenddessen mit konspirativer Verschmitztheit zu. Jetzt ganz ruhig und entspannt bleiben, raunt es tief in Fabian, während er sich wie in Zeitlupe aufrichtet. Erstmal muss ich irgendwie raus hier. Er durchquert das Foyer in einem rauschähnlichen Zustand. Bei jedem seiner wankenden Schritte in Erwartung, von irgendjemandem angesprochen oder aufgehalten zu werden. Irgendjemand wird mir gleich ein Bein stellen. Vielleicht eines der Kinder. Vielleicht wird das magersichtige Mädchen plötzlich ein Springmesser zücken und ihm die Kehle höhnisch grinsend und es ihm unter den Adamsapfel pressen. Vielleicht zaubert sie auch aus ihrem Zwillingskinderwagen eine riesige, schwarze, glänzende Pumpgun hervor, um mit dieser direkt in seine Weichteile zu zielen. Vielleicht wartet draußen vor dem Ausgang der Gamsbar mit gezücktem BKA-Ausweis, um ihn zuvorkommend aufzufordern, doch bitte in das bereitstehende Dienstfahrzeug zu seinen überaus freundlichen Kollegen zu steigen. Bitte, keine Mädchen, Herr Meyerbeer. Das wäre doch unter unserem aller Niveau, nicht wahr? Doch überraschenderweise lassen Sie Fabian umgehend da draußen entkommen. Der nächste Text ist aus dem Band Die Stimme des Fremden. Das ist eine Sammlung von 8 Erzählungen. Und es ist auch zufälligerweise die Titelgeschichte. Und davon, das ist viel kürzer jetzt, die Sequenz, lesen wir euch mit verteilten Rollen, das haben wir jetzt ein paar Tage vorher entschlossen, euch die ersten 3,5 Seiten vor. Das macht doch nichts. Rufen Sie freundlich in Ihr nagelneues, noch nach Kunststoff riechendes Mobiltelefon hinein. Es ist der 19. August 1996, 11.17 Uhr. Ein Mann mit sympathischer Stimme und dem Namen Hans Warnke hat sich ganz offensichtlich verwählt. Höflichst bittet er um Entschuldigung. Es ist ein wolkenloser Vormittag im Hochsommer und Eva Lichtberg hat momentan so viel Zeit wie schon lange nicht mehr in ihrem Leben. Ihre 3-jährige Tochter Emma geht seit einigen Monaten in den Kindergarten. Ihr Ehemann Norbert sitzt im Büro eines großen Versicherungskonzerns und ihre eigenen Bemühungen, wieder in ihren alten Beruf einzusteigen, sind bis dato erfolglos geblieben. Kein Problem. An die mikroskopisch winzigen Tasten dieser neuen Geräte muss man sich ja wirklich erst noch gewöhnen. Sagt Eva zur Entschuldigung des Anrufers in der Erwartung, dass das Gespräch spätestens jetzt beendet sein wird. Keine Minute wird es dauern, um diese zufällige Kreuzung zweier Lebenswege von der Ewigkeit verschlungen zu lassen. Keine 2 belanglose Gedanken weiter und diese unfreiwillige Kommunikation wird im Grunde nie stattgefunden haben. Doch nichts passiert. Schweigend hält Eva sich den anthrazitfarbenen Apparat an ihr Ohr. Sie schaut durch die frisch geputzten Balkonfenster nach draußen, hört das stetige Rauschen des Straßenverkehrs. Auf der gegenüberliegenden Seite wird ein heruntergekommenes Jugendstilhaus eingerüstet. Schweißglänzende, muskulöse Männer, Wucht um Wucht karg, Stangen aus Stahl. Ab und zu ein unwirsches Zurufen, ein metallisches Aufeinanderschlagen. Immer wenn ich mich verwähle, frage ich mich, an was für ein Leben ich mit meinem Anruf anklopfe, sagt dieser Hans am anderen Ende der Leitung plötzlich. Eva sieht am vormittäglichen Himmel ein Flugzeug steil an Höhe gewinnen, in der Sonne blitzend.
Ich versuche mir die Person in ihrem momentanen Umfeld vorzustellen. Manchmal sehe ich sogar ein relativ konkretes Bild vor meinem inneren Auge. Eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Kinderzimmer, ein Garten, eine Veranda, eine Waschküche, einen Trockenboden, ein Badezimmer. Eva schickt einen Häusern in ihr Handy. Hans spricht weiter. Wenn ich zum Beispiel meine, das Brummen eines Motors zu hören, stelle ich mir einen beim Autofahren telefonierenden Menschen vor. Wenn ich Geräusche eines Einkaufszentrums im Hintergrund ausmache, denke ich an jemanden, der einen Einkaufswagen vor sich her schiebt. Wenn ich Tastaturen, die Klapper höre, stelle ich mir jemanden sitzend in einem Großraumbüro vor. Wenn ich natürlich das Rauschen einer Dusche höre, Entschuldigung, kleiner Scherz. Eva registriert an sich selbst, wie sie sich auf das Ledersofa fallen lässt, sich tief in seine Polster hineinsinken lässt, sich die Hausschuhe abschüttelt und ihre Beine vorsichtig auf den flachen, gläsernen Wohnzimmertisch hochlegt. Sie lässt den Kopf in den Nacken fallen und schickt ihren Blick an die mit Raufaser tapezierte Decke. Sind Sie noch da? Maisgelb und orange. Mit einem großporigen Schwamm verwischte Wandlasur. Norbert hatte in den letzten Wochen vor ihrer Niederkunft noch einmal die ganze Wohnung gestrichen. Die kolorierten Wände würden ihn jetzt an die Klassenräume seiner Waldorfschulzeit erinnern, hatte er grinsend gesagt. Ist das alles wirklich schon 4 Jahre her? Frau Lichtberg? Hans' Stimme hat auf einmal einen unsicheren Unterton. Jetzt, wo Sie es sagen, doch, ja, mir geht es manchmal ähnlich. Antwortet sie. Eva greift aus irgendeinem Grund mit der rechten Hand nach einer TV-Programmzeitschrift, legt sie neben sich auf die Sitzfläche des Sofas und durchblättert die bunten Seiten. Das glatte Papier raschelt zwischen ihren Fingerkuppen. Dann kann ich ja nur hoffen, dass meine Stimme keine Horrorvision bei Ihnen auslöst. Sagt sie und muss über ihre Äußerung schmunzeln. Oh nein, alles nur das nicht. Das beruhigt mich aber sehr, Hans. Für einige Augenblicke herrscht erneutes Schweigen. Eva hört nur seine regelmäßige Atmung an ihrer Ohrmuschel. Sie stellt sich vor, wie zeitgleich ihre eigene Atmung tief in den Gehörgang dieses fremden Mannes eindringt, wie sich etwas ungewollt in einen Gleichklang pendelt. Sie sind jedenfalls zu Hause und sitzen bequem bei offener Balkontür im Wohnzimmer. 100 Punkte für den Kandidaten, sagt Eva mit einem hellen Lachen und nimmt ihre Beine wieder vom Tisch und stellt ihre Füße auf den sicheren Boden zurück. Ein Hellseher sind Sie deshalb aber trotzdem noch nicht für mich. Das habe ich auch nicht für mich behauptet. Einer ihrer Nachbarn schlägt mit einem lauten Rums seine Wohnungstür zu. Eva befürchtet jedes Mal, dass die Tür samt Rahmen aus dem Mauerwerk bricht. Ärgerlicherweise tun diese rücksichtslosen Leute das auch mitten in der Nacht. Irgendwann wird sie noch einmal darauf ansprechen müssen. Na gut, sagt Hans, ich will Sie dann auch nicht länger stören. Sie haben sicher viel zu tun. Es wäre ehrlich nett, mit Ihnen geplaudert zu haben. Wie gesagt, überhaupt kein Problem. Betont Eva noch einmal, dann wünschen sie sich wie aus einem Munde sprechen einen schönen Tag. Und als seien sie miteinander synchronisiert, im selben Augenblick drücken sie den Knopf mit dem roten Telefonhörer. Hans Warenkill ist aus dem kleinen Gerät an ihrem Ohr verschwunden, als hätte es ihn nie gegeben. Eva legt das Handy neben sich auf das knautschige Leder. Von der Decke des Zimmers stülpt sich jetzt ein Vakuumglas über die auf dem Sofa sitzende Frau. Es stickt für einige Sekunden alles Wahrnehmbare außerhalb einer undurchdringlichen Glaswand. Eine leise Enttäuschung keimt in Eva auf. Sie wirft die zerknitterte Programmzeitschrift zurück auf den Tisch. Völlig
Lautlos und wie in Zeitlupe landet die Zeitung aufgeblättert auf der staubfreien Glasfläche. Dann rutscht das Handy von der Sofakante auf die harte, versiegelte Diele des Holzfußbodens. Das kurze beim Aufprall erzeugte Dröhnen lässt das Eva umgebende Vakuumglas zu Millionen Scherben zerplatzen. Durch die angelehnte Balkontür strömt wieder der Vormittag, die schattigsten Winkel der Wohnung, den Sommer ausgießend. Irgendwo unten in den Straßen rast jetzt ein Notarztwagen durch das Viertel. Ja, aber mein Lieblingsbuch ist eigentlich immer noch Das ungute Gefühl beim Hinterherwinken. Ein pädagogischer Thriller, sag ich immer. Wo es eigentlich kein Thriller ist, aber naja, irgendwie doch. Auch hier sage ich über das Buch nichts, ich fange einfach an zu lesen. Ja. Schon von Weitem sehen Sie die Polizeiwagen vor der Schule stehen. Auch die Übertragungswagen zweier lokaler Fernsehsender parken in unmittelbarer Nähe am Straßenrand. Bei geöffneten Heckklappen sortieren Kamerateams ihr Equipment, Richtmikrofone, Kabeltrommel, Scheinwerfer, die schweren Koffer der Tonleute. Eine unbestimmte Spannung schwebt über dem Viertel und deutlich mehr Menschen als sonst scheinen die Straßen rund um das Schulgebäude zu bevölkern, angeödet vom samstäglichen Fernsehabend, drücken sich neugierige Passanten vor der Schulhofeinfahrt herum, darunter viele Jugendliche und Kinder, mit der vagen Hoffnung auf Ablenkung, mit der Witterung einer in der Mailuft schwebenden Sensation. Bevor sie das Schulgelände ihrer Tochter betreten dürfen, müssen Max und Anne sich ausweisen. Zwei uniformierte Beamte vergleichen gewissenhaft ihre Personalien mit auf einem Tisch liegenden Listen. Erst nach einigen Sekunden nicken die Beamten, ohne den Blick zu heben. Dann geben sie fast ehrerbietig den Weg frei. Beim Überqueren des Schulhofs treffen sie niemanden an. Selbst den immer irgendetwas regelnden Hausmeister Herrn Sikorski nicht. Nur in einigen erleuchteten Klassenräumen sieht man von draußen die Silhouetten von Menschen hin und her gehen, schnell und geschäftig. Ein unüblicher Anblick für einen ganz gewöhnlichen Samstagabend. Die Türen des Hauptportals sind aufgestellt und Max hat plötzlich das beklemmende Gefühl, kein Schulgebäude, sondern eine Art Gericht oder Aussegnungshalle zu betreten. Beim Überschreiten der Schwelle, auf der am Morgen noch Dr. Torwart Laurin in seinem ulkigen Försteranzug gestanden und über den Hof geblickt hatte, ergreift Max Annes Oberarm. Im Flur begegnet ihnen immer noch niemand. Nur der ekstatische Sonnenanbeter des Lichtgebets reckt in seinem Jugendstilrahmen ungerührt seine Arme in den Himmel. Der Flur führt sie an der verschlossenen Tür des Lehrerzimmers vorbei, hinter der sie eine Frau schreien hören. Die Schreie der Frau klingeln, als läge sie gerade im Kreissaal. Max blickt beim Weitergehen geradeaus und während er seinen Griff um alles Oberarm verstärkt, bemerkt er, dass der sonst übliche Geruch von scharfvolle Bienenwachs und geöltem Holz sie verflüchtigt hat. Anne versucht, seinen Griff zu lösen. Die Raumluft, die ihnen in der Aula entgegenschlägt, riecht auch anders. Anders, als sie es von den großen Schulveranstaltungen in Erinnerung haben. Sie hat etwas Aufdringliches, Körperhaftes. Sie ist aufgeladen mit den auf den Anwesenden lastenden Ängsten. Max bekommt Atemnot und muss sich auf den nächstbesten Stuhl setzen. Die Aula ist voller Menschen, Eltern und Angehörige. Fast das komplette Lehrerkollegium der Sonnenleitner Schule
Sogar einige Mitarbeiter der Schulbehörde, wie Anne leise anmerkt, Menschen, welche sie noch nie gesehen haben und Menschen, welche ihnen nur entfernt bekannt vorkommen, weil etwas mit ihren Gesichtern passiert ist. Ein Ausdruck, den Max noch nie in diesen Gesichtern wahrgenommen hat. Ein sehr privater und intimer Ausdruck. Etwas, was einem beim Hinsehen peinlich berührt. Etwas, was gemeinhin nur in der Verborgenheit der heimischen vier Wände sichtbar wird, vielleicht nur in der vertrauten Gegenwart des Lebenspartners oder vor dem Spiegel im abgeschlossenen Badezimmer. Nachts, wenn alle anderen tief schlafen oder früh morgens, bevor man sich hinaus in die Welt ertraut. Der ungeschminkte Ausdruck des Entsetzens. Anne lässt sich langsam neben Max sinken. Beide blicken sie zur Bühne, auf welcher hinter einer mit Seltzerflaschen bestückten Tischreihe ebenfalls Menschen sitzen, die doch Menschen ohne diesen Ausdruck des Schreckens im Gesicht, Menschen, die eine bemühte, professionelle Kontenance ausstrahlen, welche mit zugeneigten Gesichtern unhörbare Worte miteinander wechseln, um offensichtlich allerletzte Informationen auszutauschen, um Tagesordnungspunkte zu sortieren, um die notwendigen nächsten Schritte zu eruieren. Oberflächlich macht alles den Eindruck einer gleich beginnenden Diskussionsveranstaltung mit geladenen Referenten oder eines harmlosen Informationsabends einer Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt von Kleingartenkolonien im Innenstadtbereich oder einer vor Aussterben bedrohten Vogelart einsetzt. Ein Mann im grauen Anzug und mit grauen Bürstenhaaren unterhebt sich jetzt. Alles wird still. Doch als er anfängt zu sprechen, kann ihn trotzdem kaum jemand verstehen. Rufe werden laut, besonders aus den hinteren Reihen. Dann wird ihm vom aufspringenden Hausmeister ein Mikrofon gereicht. Bevor der Mann weiterspricht, räuspert er sich. Dann pustet er zweimal das Mikrofon hinein. Das Pusten klingt in den Lautsprecherboxen wie das bedrohliche Fauchen einer Raubkatze. Während der Mann im grauen Anzug sich als Kriminalhauptkommissar Thomas Schlüter vom Landeskriminalamt vorstellt, spürt Max ein leichtes Kitzeln im Hals. Und während Kriminalhauptkommissar Thomas Schlüter weiterredet, wird aus dem Kitzeln allmählich ein Brennen. Und als Kriminalhauptkommissar Thomas Schlüter irgendwann sagt, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Neuigkeiten gibt und dass von dem Bus und den Kindern bis jetzt nach roundabout 9 Stunden Überfälligkeit jede Spur fehle und dass dies aber keinesfalls zwangsläufig zu bedeuten habe, dass hinter dieser Tatsache ein Unfall oder gar ein Verbrechen stecke, fängt Max an zu husten. Ein helles, krächzendes Husten. Und als Max so dann die Begriffe Sonderkommission, Kriseninterventionsteam und länderübergreifende Fahndung aus dem Munde des Mannes im grauen Anzug vernimmt, muss er anfangen zu würgen. Irgendjemand stranguliert seine Kehle. 2 Reihen vor ihm erschlafft der Körper eines älteren Mannes. Ansatzlos rutscht er von seinem Sitz, verschwindet einfach aus dem Bild. Verhaltene Schreie ertönen von mehreren Seiten. Und prompt sind professionelle Helfer zu stellen. So als hätten sie im Hintergrund voller Gier genau auf diesen Moment gewartet, kümmern sie sich um den leblos am Boden liegenden. Max kennt den alten Mann. Er ist der Großvater einer Klassenkameradin, bei der Luisa schon häufig zum Geburtstag eingeladen war. Der Mann wird auf eine Trage aus der Aula gebracht, verfolgt von den Blicken der Zurückbleibenden. In diesem Augenblick hat Max endgültig das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Er versucht, Anne dieses Problem mitzuteilen, doch aus seinem Mund zwängen sich lediglich einige asthmatisch pfeifende Geräusche. Irgendein haariges, langbeiniges Insekt scheint sich in seiner Luftröhre eingenistet zu haben. Panisch schnappt Max sich an den Hals.
Ich bin Psychologin vom örtlichen Kriseninterventionsteam, sagt eine junge rothaarige Frau, die plötzlich vor ihm hockt und behutsam seine Schulter berührt. Vielleicht sollten wir gemeinsam mit Ihrer lieben Ehefrau in einen der angrenzenden Klassenräume gehen. Wir haben dort die Möglichkeit zu entspannen. Wir sind dort auf alles vorbereitet, auch auf etwaige medizinische Hilfe. Was meinen Sie, Herr Ebeling? So ziemlich das Letzte, was Max an diesem Abend in der Aula wahrnimmt, sind die beschwingt um ihn herum hüpfenden, nackten Kinder. Die ausgelassen tanzenden und musizierenden Kinder auf dem monumentalen Schattenfries von Karl Wilhelm Tiefenbach. Diesen berühmt-berüchtigten Künstler und Lebensreformer aus den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Per aspera ad astra. Durch Mühsal gelangt man zu den Sternen. Heißt sein Werk paradoxerweise, ein holzgeschnitztes Schild gibt neben den Flügeltüren der Aula Auskunft. Viele Meter lang schmückt dieses Fresko seit der Gründung der Sonnenleitner Schule in den späten 60er Jahren die Wände des sechseckigen Saals, dem eigentlichen Mittelpunkt, dem sogenannten architektonischen Kraftzentrum des Gebäudekomplexes. Und es heißt, Dr. Torvald Larin hätte die verkleinerte Kopie des fast 70 Meter langen Originals ganz allein und eigenhändig in vielen einsamen Nächten auf die Wände der Aula seines soeben gegründeten Instituts aufgetragen. Schweigend und bei Kerzenlicht. Damals, in den turbulenten 60ern, in den bewegten Gründerjahren der seiner Sonnenleitner Schule. So, zumindest war es in einer Broschüre zu lesen, die sie alle als Eltern zur Einschulung ausgehändigt bekommen hatten. Und diese beseelt tanzende Kinderschar umringt ihn jetzt, als wäre er, Max, die Hauptperson irgendeiner kultischen Handlung, Palmwedel und flatternde Fahnen schwenkend, nach Schmetterlingen und Paradiesvögeln haschend, hier und da Moses-ähnliche Männer mit wallenden Rauschebärten, die Karawane um das Sechseck der Aula anführend, gehüllte mindestens ebenso wallende Reformkleider. Herr Ebeling? Exotische Tiere begleiten den Triumphzug. Elefanten, Kamele und Flamingos, gezähmte Bären, Löwen und Stiere, die jauchzenden Kinder auf ihren Rücken tragen. An stilisierten Ruinen und Sphinxen geht es vorbei, an rauchenden Opferschalen und babylonischen Altären, auf ein unbestimmtes Ziel in ferner Zukunft geht es zu. Offenbar ein Hort der immerwährenden Freude und Erlösung. Das Shangri-La, der Garten Eden, das Gefilde der Seligen, Eldorado, Arkadien, Nirvana, Elysium, Valhalla. Herr Ebeling. Hunderte von Kindern, tausende von Kindern, unaufhörlich fröhliche Lieder trällernd, Harfenzupfen, Schalmeien und Fanfarenblasen, glückstrunken in ein verheißungsvolles Jenseits ziehende Scherenschnittkinder. Herr Ebeling, ich bin Notfallpsychologin. Wiederholt die junge rothaarige Frau, welche immer noch vor ihm hockt, seine Hand hält und eigentlich eher wie eine Studentin im ersten Semester aussieht. Was würden Sie davon halten, Herr Ebeling, wenn wir gemeinsam mit Ihrer lieben Frau jetzt in einen der extra bereitgestellten Klassenräume gehen? Wir sprachen ja eben schon darüber. Ihre Ehefrau und ich sind überzeugt, dass dies das Allerbeste für Sie wäre. Sind Sie nicht auch unserer Meinung? Und aller Bescheidenheit zu meinem kleinen Bestseller. Das ist eigentlich das ernsteste Buch heute Abend. Also Rondine ist ein sehr ernstes Buch. Und ich habe bei einer Lesung schon sehr viel aus dem Rondel gelesen und habe auch die ernsten und schweren Stellen da genommen, weil die für das Buch auch typisch sind. Ich habe mich heute Abend aber entschlossen, so am Ende der Lesung einen Lichtpunkt zu setzen, der ein bisschen humoristisch ist, und habe tatsächlich in dem schweren Rondel eine Stelle gefunden, die ich persönlich ganz lustig finde oder leichter finde. Spielt hier in Hamburg das ganze Buch. Gleich um die Ecke, auf der Alster.
Alle seid ihr sicherlich schon mit dem Kanu, dem Tretboot oder wie auch immer auf der Alster gepaddelt. Fachschied war sofort Feuer und Flamme. Clara weniger. Fachschied sagte, dass er seine Freundin Jasmin mitbringen würde. Endlich könne ich sie mal kennenlernen. Clara wollte dagegen weder mit mir und meiner Schwester in ein Boot, noch allein ein Boot für sich haben. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man diese Dinger steuert, Friedi. Ich kann mich nur an einen völlig chaotischen Schulausflug erinnern, auf welchen meine Freundin und ich ständig in irgendwelchen Uferböschungen hingen oder vom Alsterdampfer angehubt wurden. Die Jungen haben sich kaputt gelacht über unsere Manöver. Ich schlug Clara also vor, ihre Freundin Almut mitzubringen, da ich dieser schließlich noch nie begegnet wäre, was der Vorwahl sein würde. Somit hätten wir dann drei Kanus mit jeweils zwei Leuten drin. Dass Iris mit mir zusammen in einem Boot sein müsse, würde sie doch sicherlich einsehen. Clara fragte, ob Iris denn überhaupt einen Freischwimmer hätte, so mit Anfang 40. Oder ob man der Dame vielleicht Schwimmflügel anlegen müsse. Bei Bobby Reich könnte man zur Not bestimmt Schwimmwesten ausleihen, antwortete ich ruhig. Ein Moment lang war es still am anderen Ende der Leitung. Ich kann Almut ja mal fragen, ob sie Lust hat. Es lohnt sich fast nicht zu erwähnen, dass auch meine Eltern wenig euphorisch auf meine Ausflugsidee reagierten. Mein Vater sprach von Wagemut und Risiko. Auch das mich allmählich paranoid machende Wort Verantwortung fiel wieder einmal. Und meine Mutter fragte, ob es eine nette, romantische Lampion-Dampferfahrt nicht auch tun würde. Nein, antwortete ich, das täte es nicht. Das von mir anvisierte Juniwochenende präsentierte sich sonnendurchflutet, aber nicht so warm und damit perfekt geeignet für eine Paddelfahrt auf der Alster. Sonntagnachmittag um 15 Uhr legten wir bei Bobby Reich vom Steg ab. Die Wellen glitzerten silbrig und in der Ferne reckten sich die Türme der Innenstadt in einem hellblauen Frühlingshimmel. Almut sah genauso aus, wie man sich eine Almut vorzustellen hatte. Wie eine seit ihrer Kindheit im Blockflötenkreis der Kirchengemeinde aktive junge Frau, die im Laufe der Jahre von der Sopranflöte über die Tenorflöte zur Bassflöte meandert war, ein wenig untersetzen, auch sonst erkennbar eher die inneren als die äußeren Werte bevorzugend, stand sie an diesem denkwürdigen Nachmittag neben Clara auf dem Steg. Almut war die Tochter eines evangelischen Pastoren-Ehepaars aus Hamburg-Eimsbüttel. Im Schul- und später im Studentenorchester hatte sie eher rustikal, aber verlässlich die Bratsche gestrichen. Und mit Jungs und Männern hatte sie es allgemein nicht so. Die arme Almut hätte, wie Clara mir bei unserem letzten Telefongespräch angedeutet hatte, über 10 qualvolle Jahre gebraucht, um sich dies endgültig einzugestehen. Ihre Eltern, besonders ihr Vater, haben bedauerlicherweise ziemlich unlocker reagiert. Hätten sofort mit irgendwelchen verstaubten alttestamentarischen Bibelzitaten um sich geschmissen. Von wegen, dass Gott, der am Anfang alle Menschen geschaffen hätte, sie schließlich als Mann und Frau geschaffen habe. Und dass deshalb eine Frau immer am Fleische eines Mannes zu hängen habe, um mit ihm ein Fleisch zu sein und dergleichen Grauenhaftigkeiten. Am Fleische des Mannes zu hängen habe. Lass dir bitte diese schwachsinnige semantische Einkleidung mal auf der Zunge zergehen. Ich kann auf jeden Fall nicht so viel fressen, wie ich reiern möchte.
Almut habe daraufhin sofort ein Zimmer gesucht, an sämtliche schwarze Bretter der Uni geheftet und dort vor dem schwarzen Brett bei den Soziologen habe Clara sie zwischen zwei Vorlesungen kennengelernt. Almut hatte braunes, an einem dicken Zopf geflochtene Haare über einem sommersprossigen, großflächigen Gesicht und ich fand, dass die Jeanshose, die sie trug, an ihren Beinen so unerotisch aussah, als hätte sie noch als Studentin die alten Hosen ihres großen Bruders auftrag. Sie hatte mit 17 Abitur gemacht, ein Au-pair-Jahr in Frankreich, eins in England absolviert und stand nun Mitte 20 kurz davor, ihren Doktor in Soziologie abzulegen. Bei der ganzen Fahrt sprach Almut nur sehr wenig. Meistens nur knappe Kurzsätze, die sie ihrer vorne im Boot sich mühenden Freundin zurief. Clara nickte jedes Mal beflissen mit ihrem von einer überdimensionalen Sonnenbrille verunstalteten Kopf, erfolglos versuchend, den stetigen Anweisungen in ihrem Rücken Folge zu leisten. Almut erwies sich jedoch beim Steuern eines Kanus als erstaunlich geschickt. Wie ein quadratisch-praktischer Motor tauchte sie ihr Paddel in das algengrüne Wasser, um sich und Clara mit mächtigem Wellenschlag kompromisslos durch die Kanäle zu schieben. Unbeirrt an Ruderbooten, Entenfamilien und aggressiven Schwanenfedern vorbei und völlig unabhängig davon, wie ungeschickt sie Clara vorne den Bug anstellte. Ich musste mich durchaus anstrengen, um mit den beiden Frauen auf gleicher Höhe zu bleiben, von Fahrschul gar nicht zu reden, der mit seiner Jasmin schnell zurückgefallen war. Clara genoss all dies mit einem triumphierenden Grinsen. Vor meinem inneren Auge sah ich die beiden schon wie in Ben Hur mit einem Ramsporn in ein harmloses Tretboot krachen und es auf den Grund der Alster schieben. Farschids Freundin Jasmin war gegen Almut eine echte Klischee-Schönheit aus Tausend einer Nacht. Genau genommen kam sie aus Persien. Ihre Familie war, wie Farschids Familie einige Jahre zuvor, ebenfalls von den politischen Verhältnissen und dem Schah nach Deutschland geflohen. Wir befinden uns im Jahr 1971, ganz nebenbei. Als wir noch auf dem Bootssteg standen und die Paddelrouten zu diskutieren, konnte der Kontrast zwischen den beiden nebeneinander stehenden Frauen kaum größer sein. Ich frage mich kurz, was die beiden wohl voneinander dachten. Zur Auswahl hatte ich die romantische, aber doch recht weite Strecke, den Alsterlauf hinauf bis zur Ohlsdorfer Schleuse gestellt, oder die Strecke in entgegengesetzte Richtung quer über die Außenalster bis in die Innenstadt zum Jungfernstieg, wo man im Alsterpavillon eventuell Kaffee und Kuchen hätte zu sich nehmen können. Hier gab ich jedoch zu bedenken, dass es bei ungünstiger Windrichtung das Paddeln auf dem offenen Wasser der Außenalster eine an die Substanz gehende Angelegenheit werden könne. Als dritte Strecke präsentierte ich die Route durch den Goldbeck-Kanal bis zum Stadtparksee, die kürzeste, deutlich weniger schweißtreibende, wie ich mehrmals betonte, wo man auf der lauschigen Liebesinsel vielleicht ein Eis essen oder ein Bierchen zischen könnte. Man entschied sich für meine heimlich favorisierte Tour, den Stadtparksee und die Liebesinsel. Wie hingegossen lag Jasmin während der kompletten Fahrt mit ihrem weißen Kleid und ihrem langen schwarzen Rahmen in der Mitte des Kanus. Ich ging davon aus, dass sie mit der Einnahme dieses Platzes einer von vielen Regieanweisungen Farschids nachkam, der die Entgegennahme eines zweiten Paddels schon beim Bootsverleih in Rüsten abgelehnt hatte. Er selbst hockte stolz und mit geradem Rücken wie ein venezianischer Gondoliere hinter seiner Auserwählten, das Kanu dabei jedoch nur halbwegs sicher steuernd und nicht verhindern können, dass er durch Almuts mörderisches Galeerentempo immer weiter zurückfiel. Im puppenhaft geschminkten Gesicht von Farschid Jasmin stand währenddessen unbeirrt das feine Lächeln einer Prinzessin aus dem Harem des Sultans. Den ganzen Nachmittag lang, auch dann noch, als die Lage sich dramatisch zuzuspitzen begann und davon später. Ich bemitleidete und bewunderte im Stillen ihre Hingabe und Disziplin. Von den vier Frauen war meine an Schizophrenie erkrankte Schwester Iris die mit Abstand unauffälligste.
Während ich unser Kanu lenkte, saß sie wortlos das vorbeiziehende Ufer des Goldbeck-Kanals betrachtet, vorn im Bug mit Schwimmweste. Die schmucklose Rückseite der Stadt wanderte an ihr vorbei, die der Straße abgewandten schlichten Seiten der Wohnhäuser, die schmuddeligen Werkhöfe der ehemaligen Fabriken und Manufakturen, die Slipanlagen der kleinen Bootswerft, die Kleingärten mit ihren Lauben und Hochbeeten, die im Morast eingesunkenen Spundpfände und Stege. Während Iris dies auf sich wirken ließ, hatte sie das Paddel quer über ihre Oberschenkel gelegt. Unbeweglich hielt sie Balance, mehr eine übergroß geratene Galionsfigur als ein Mensch aus Fleisch und Blut. Sie trug wieder eine ihrer Kombinationen aus Breitkorthose und folkloristisch bestickter Bluse. Auch der Gürtel mit dem emaillierten Schmetterling war wieder dabei. Außerdem hatte unsere Mutter sie überredet, noch eine ihrer warmen Wolljacken überzuziehen. Auf dem Wasser kann es schnell, finde ich, kühl werden, mein Kind. Von vornherein hatte ich den Ehrgeiz vermieden, Iris zum Mitpaddeln aufzufordern. Und das für sich selbst sprechende Arbeitsgerät auf ihrem Schoß und die demonstrativen Bemühungen mit demselben in den anderen Booten unseres kleinen Flottenverbandes schienen mir indirekt Aufforderung genug zu sein. Doch Iris tauchte ihr Paddel nur in unregelmäßigen Abständen ins Wasser, unvermittelt, als sei ihr plötzlich eingefallen, was sie da vorne eigentlich für eine Aufgabe haben könnte, wobei es sich weniger dabei um ein engagiertes Mitpaddel als ein inaktives Ins-Wasser-Halten einer Holzkelle handelte. Begleitet vom faszinierten Beobachten der sich kräuselnden Strömung und den aufsteigenden Gasbläschen vom fauligen Grund des Kanals. Geschwindigkeit und Navigation unseres Wasserfahrzeugs wurden dadurch jedes Mal natürlich ungünstig beeinflusst, sodass ich immer darauf vorbereitet sein musste, korrigierend gegenzusteuern. Bei jedem anderen hätte ich irgendwann die Geduld verloren und mich lauthals beschwert. Nicht so bei Iris. Besonders das Durchfahren der Brücken schien Iris zu beeindrucken. Wir glitten in die dunklen Münder der Brücken, die schattige Welt unter der Stadt, über uns das dumpfe Donnern des Autoverkehrs und die in der Nachmittagssonne spazierenden Menschen. Obwohl bis zur Decke noch reichlich Platz war, sah ich Iris jedes Mal den Kopf einziehen. Unter den Straßen Hamburgs hatte jedes Geräusch sein eigenes Echo. Das Eintauchen des Paddels im Wasser, sein sanftes Anschlagen an der Bootskante, ein zufälliges Hüsteln und Räuspern. Jeder Klang pendelte sich vervielfältigend zwischen den bemoosten Wänden hin und her, setzte sich fort in eine scheinbare Unendlichkeit. Für den Moment des Unterquerens der Brücken war man von einem kühlen Zauber gefangen, von einem modrigen Hauch, welchen die mit Gittern verschlossenen Kanalisationsöffnungen in den Mauern auszuatmen schien. Ich brachte das Boot zum Stehen. Hallo Iris, Riss. Ich vermochte mir nichts mehr zu sagen. Es war, als ob kurzfristig etwas Dämonisches von mir Besitz ergriffen hätte. Geht es dir gut? Gut. Ohne sich zu mir umzuwenden, verdrehte Iris als Antwort in merkwürdiger Manier ihren Kopf, als würde sie versuchen, ihren versteiften Nacken zu lockern. Sag mal, all. Macht dir die Kanufahrt mit deinem kleinen Bruder eigentlich Spaß? Aas. Im Gegenlicht der Brückenausfahrt zuckte der Scherenschnitt ihres Pagenkopfes mit der markant hervorlugenden Kinnpartie. Sofort begann meine Schwester mir irgendwie leid zu tun. Ich versuchte, meine Boshaftigkeit wieder gut zu machen. Mach doch mit! It! Sag doch auch irgendwas! Ass! Rief ich ihr Aufforderung zu und begann unsere Lieblingssprachübung aus, die Kunst des Sprechens zu rezitieren.
Hinterm Haus heult Hassan an. Harachs Hofhund und. Heiß umricht davor. Ohr. Iris war weit davon entfernt, willens oder in der Lage zu sein, mit einzustehen. Allerdings hatte sie jetzt ihr Paddel ergriffen, um mit diesem Ungelenk im schwarzen Wasser herumzurühren. Tut mir leid, ein. War ein Scherz, Erz. Komm nicht wieder vor, ohr. Ich denke, das Kanu wieder zurück ins Freie. Auf der Rückfahrt vom Stadtparksee steuerte ich unsere Kanu hinter der niedrigen Bellevue-Brücke nicht nach links zurück in Richtung Außenalster und Bobby Reich, sondern auf dem Rondelkanal nach rechts. Ich hatte es mit einer wahrhaft olympischen Leistung geschafft, mich noch auf dem Goldbeck-Kanal vor Clara und Almut an die Spitze unserer Gruppe zu setzen. Was ist mit ihm denn los? Hörte ich Claras Stimme in meinem Rücken rufen.